Hallo meine lieben Sternzeichenfreunde, es ist wieder soweit. Das Sternzeichen Skorpion wechselt am 23.11.2016 in den Schützen. Die im Sternzeichen Schütze geborenen sind offene und fantasievolle Menschen, aber auch Idealisten mit einem ausgeprägten Ehrgefühl. Sie brauchen den Kontakt zu den Menschen und sind keine Einzelgänger und sie sind hilfsbereit und großzügig. Ihr Element ist das Feuer und der Engel Adnachiel begleitet sie durchs Leben. Die Schützefrau ist die Primadonna unter den Sternzeichen. Sie flirtet gern und in der Wahl ihrer Liebsten ist sie großzügig. In ihrer Partnerschaft sucht sie sportliche und aktive Männer, mit denen sie ihre Lebensfreude teilen kann. Sie spielt mit der Liebe. Geht eine Affäre schief, findet sie schon bald einen neuen Liebhaber und weint dem Alten überhaupt nicht lange nach. Die Schützefrau ist sehr eitel und im späteren Alter scheut sie sich nicht den Weg zum Schönheitschirurgen. Sie ist gutmütig und großherzig, liebt aber ihre Freiheit und die ist sehr wichtig für sie. Entscheidet sich ein Mann für eine Partnerschaft zu ihr, muss er sich im Klaren darüber sein, dass sie cholerische Neigungen hat. Aber man kann mit ihr Pferde stehlen. Hat sie einen Mann in ihr Herz geschlossen, erfüllt sie ihm leidenschaftlich seine Wünsche. Im Beruflichen der Schützefrau sind feste Arbeitszeiten nicht unbedingt ihre Freude. Kleine, enge Büros und vorgeschriebene Arbeitskleidung mag sie nicht. Ehrgeizig und mit großem Selbstvertrauen eignet sie sich zur Leitung eines kleinen Betriebes, da sie gern ihre eigenen Entscheidungen fällt. Ihre Stärke ist, Kollegen und Mitarbeiter zu motivieren. Deshalb eignet sie sich auch gut zur Selbstständigkeit. Oft führt ihre Reiselust und Geselligkeit sie in Berufe, wie zum Beispiel im Außendienst oder Arbeiten in anderen Ländern. In der Gesundheit der Schützefrau sorgt das Feuerzeichen des Schützen für ihre geistige Vitalität und Überzeugungskraft. Als typisches Krankheitsbild sind bei ihr Lebererkrankungen zu sehen. Schweres Wort. Hier sollte sie auf die Einnahmen von Genussmitteln wirklich achten. Ihre hervorragende körperliche Vitalität kann sie sich mit sportlicher Tätigkeit erhalten. Ihre charakterlichen Schwachstellen, das ist ihre Arroganz. Leider nutzt sie ihr geistiges Potenzial nicht immer aus. Als Feuerzeichen verfügt sie über große Energie, geistig wie auch körperlich. Ja, meine Lieben, das war die Schützefrau und morgen werdet ihr erfahren, wie es um den Schützemann bestellt ist. Auch diesen Mann solltet ihr euch anhören. Die Männer sind doch immer wieder sehr interessant. Also, bis morgen. Eure Deria.